Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskopjahr 2019, Anfang 2020 nach westlichen Astrologie. Die indischen Astrologen und die westlichen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, ist auch ein anderes Ergebnis, das ist nicht übereinstimmend. Ich mache diese Horoskopanalyse und diese Jahreshoroskop noch, weil ich habe diesen Auftrag angenommen, aber in Zukunft biete ich das nicht an, nur indisch oder tibetisch. Aber jetzt schauen wir mal nach westlichen Astrologie. Liebe Aniara, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Nun, in westlichen Astrologie sind die Häusersysteme etwas anderes. Es gibt auch verschiedene Häusersysteme und ich habe immer die Tierkreiszeichen in einzelnen Häusern oder Lebensbereichen, wo sich das öffnet. Mit welchem Tierkreiszeichen öffnet sich dieser Lebensbereich? Aber das überrutscht immer auf den anderen. Das ist schwierig jetzt so die Karten auslegen. Aber du kannst das vorstellen. Die ersten Lebensbereich öffnet sich mit Widder. Die zweiten Lebensbereich öffnet sich mit Stier. Die dritten Lebensbereich öffnet sich mit Zwillingen und so weiter. Also das heißt, das dominiert. Aber jeder Tierkreiszeichen hat noch einen Einfluss auf den anderen, ein bisschen Färbung dabei. Nur als Klärung, die Lebensbereiche sind auch unterschiedlich groß und das ist auch ein Unterschied zwischen westlichen und tibetischen oder indischen Astrologie, wobei in westlichen gibt es auch verschiedene Systeme. Also das bedeutet, in diesem Geburtshoroskop ändert sich nichts, weil so war den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist wie eine Momentaufnahme, ist auch einzigartig wie ein Fingerabdruck. Was aber ändert, das bist du und das bedeutet, du machst deine Lebensschritte in 7 Jahren Perioden und alle 7 Jahren ändert sich was. Andere Themen sind wichtig, andere Lernaufgabe hast, andere Einflüsse. Du befindest dich noch einigen Jahren in Waageperiode, das heißt Thema ist wichtig. Die Gerechtigkeit, dann Kunst, Kreativität und Frieden, aber auch die Liebe, Partnerschaft. Ist auch eine schöne Zeit, weil im Waageperiode erleben wir viele, viele schöne Dinge in unserem Leben. Es ist einfach angenehm. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, wobei bei Sonnenbewegung, bei dieser Art von Bewegung, muss das auch richtig beschreiben, die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und diese Bewegung, was man als Transit nennt, löst was aus im Horoskop. Natürlich, Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Mai 2019 befindet sich Sonne im Stier. Sonne zeigt die Monatsthemen und die Monatsthema ist die Besitz, um Besitz kümmern oder etwas Wertvolles im Besitz zu nehmen oder um die Finanzen kümmern. Außerdem achte auf dein Selbstwertgefühl, achte auf die Wertschätzung. Merkur ist auch im Stier. Natürlich kommen auch Stierthemen dazu, das zu genießen, um die Besitz kümmern. Das passt auch sehr gut zum zweiten Lebensbereich. Bei Merkur-Energie kann das bedeuten, dass du Termine hast
oder hast du einen Vertrag und das sollst du unterschreiben. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für Wissen, für Seminare oder kaufst ein schönes Buch. Das könnte auch gut passen zum Merkur-Energie. Venus ist auch hier im Stier. Venus kann dir Glück bringen und erhöht die Gewinnchancen, aber im zweiten Lebensbereich ist nicht nur die Geldeinnahme, sondern auch die Ausgabe. Und wenn Venus hier bewegt, dann neigen wir dazu, Geld ausgeben für schöne Dinge. Uranus ist auch hier im Stier. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, bleibt auch einigen Jahren hier und ändert sich etwas um Werten, ändert sich etwas in dein Selbstwertgefühl und um die Finanzen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, und mit Mars-Energie können wir uns wehren, uns durchsetzen. Und Mars befindet sich in Zwillinge. Diese Mars-Energie haben wir Frauen auch und das brauchen wir, aber das ist eine männliche Energie und kann auch eine männliche Person bedeuten. Im Geburtshoroskop ist Mars der Partner oder Wunschpartner. Aber bei dieser Bewegung, bei diesem Transit, kann Mars einen anderen männlichen Person oder Personen auch bedeuten. Ein netter Nachbarn oder ein Beamter oder jemand von den Verwandten. Natürlich kann auch von Vergangenheit kommen, also kann eine andere männliche Person auch sein, wo du deine Kraft einsetzt. Das sind Gespräche, Handlungen, kleinere Veränderungen oder eine kleine Reise, Austausch von Informationen. Bei Mars-Energie kann auch bedeuten, dass du dich wehren musst, dich behaupten musst, oder hast du mit einer männlichen Person diese Gespräche. Mars übergeht dann Mitte des Monats im Krebs. Also Merkur, Venus und Mars bewegt sich relativ schnell und das kann passieren, dass Mitte im Monat übergeht schon in die nächste Tierkreiszeichen, wenn das nicht rückläufig ist. Jupiter befindet sich im Schütze. Jupiter gibt Chancen, Möglichkeiten in unserem Leben, bringt auch Glück. Immerhin ist Jupiter das größte Glücksplanet. Jupiter neigt aber dazu, etwas vergrößern oder vermehren. Und das kann auch bedeuten, dass bei Jupiter Einfluss übertreiben wir etwas. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, also sorgt dafür, dass die Karma hier ausgeglichen wird. Hat auch einen Einfluss auf unseren Glaubenssystemen oder unsere Religion. Also bedeutet auch die Weisheit, eine höhere Bildung. Aber Jupiter öffnet sich unseren Augen auch auf den Ungerechtigkeiten, und bei Jupiter bewegt, manchmal löst auch Themen im Rechtssystem oder das, was mit der Gerechtigkeit was zu tun hat. Saturn und Pluto ist im Steinbock. Beide sind rückläufig. Bei Saturn handelt es sich um schicksalhafte Veränderungen. Bei dieser Rückläufigkeit kann passieren, dass das nur gebremst ist. Bei Pluto handelt es sich darum, auf dem Wesentlichen konzentrieren und all das, was stört, verabschieden, loslassen. Das kann auch eine Kündigung sein bei Pluto und Saturn Einfluss hier im 10. Lebensbereich, wo auch die Berufung liegt, aber ich würde das mal als positiv betrachten, weil das gibt dann die Chancen für einen Neuanfang, die wahre Berufung zum Leben.
Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir das glauben. Wenn wir das nicht glauben, dann wird das ein Albtraum und sind wir frustriert. Also hier ist Glaube gefragt und Neptun bewegt sich hier in Fischen. Jetzt möchte ich nicht die einzelnen Mondpositionen beschreiben, sondern was löst aus ein Neumond, was löst aus ein Vollmond und Halbmond. Ein Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Immer dort in diesem Lebensbereich, wo dieser Neumond stattfindet. Wenn das zum Beispiel hier im Wassermann ist, dann ist wichtig, darüber nachdenken, ob du deine Freunde vertrauen kannst oder nicht. Oder nachdenklich sein, ob du in diesen Verein eintreten sollst oder nicht, oder das gründen sollst, ja oder nein. Außerdem nachdenklich sein, was sind deine Wünsche, wie erreichst du das. Ein Halbmond ist schön, aber immer Spannung. Bei einem Halbmond steht Sonne und Mond in Spannung. Es fehlt immer ein Element, entweder Feuer oder Luft oder Erde oder Wasser. Und das müssen wir ausgleichen. Wenn man sich astrologisch auskennt, dann kann man das wissen konkret, was das ist. Ansonsten ist gut, wenn wir im inneren Gleichgewicht bleiben und intuitiv handeln. Aber bei einem Halbmond ist immer eine gewisse Nervosität dabei oder Spannung oder Unsicherheit. Ein Vollmond bedeutet, es wird etwas voll und ganz beleuchtet. Und da sollen wir auch hinschauen. Wenn das zum Beispiel im Krebs ist, dann ist wichtig, dass du nachdenkst über deine Wohnsituation, weil das eben im vierten Haus befindet. Und so kannst du die Mondpositionen einordnen. Natürlich wäre das möglich, meine Tageshoroskope anschauen, wo ich das täglich berichte, wenn ich dazu komme, zeitlich täglich berichte, wo so ein Mond und die Planeten sich bewegen, aber das ist andere Berechnung und im Westlichen kannst du damit nichts anfangen. Also von anderen Quellen informieren. Juni 2019. Die Mondknoten ändert sich auch. Das nehme ich mal vom Geburtshoroskop auch weg. Die absteigende Mondknoten befindet sich im Steinbock, weil die beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Und das heißt, diese Ketu, diese absteigende Mondknoten, was die alten Karma symbolisiert und kommen alten karmischen Erinnerungen, bewegt sich ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch hier im Steinbock, also ziemlich lang. Und die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf, was die Seele gerade braucht, eine neue Richtung, oder hat eine Aufgabe und muss in dieser Richtung bewegen, auch wenn das erstmal alles so ungewiss ist, aber hilft, weil das befreit, das bewegt sich hier im Krebs. Und das ist die Suche, die aufsteigende Mondknoten aktiviert bei uns ein Gefühl, oh, ich suche nach etwas. Manchmal weiß man gar nicht was, aber hier im Horoskop zeigt sich das ganz klar und deutlich. Ein Zuhause suchst du unbewusst. Ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch. Sonne und Venus ist in den Zwillingen. Und das heißt, Monatsthema ist die Kontakt zu Verwandten oder die Kontakt zum Bekannten, dann Austausch von Informationen
oder eine Schulung. Kann auch bedeuten, die Schule des Lebens, da die Prüfungen bestehen. Viel Kontakt, viel Austausch, viel Bewegung. Venus bei diesem Transit kann auch bedeuten, eine andere weibliche Person. Im Geburtshoroskop bist du das. Oder Thema Liebe, Partnerschaft oder Kunstkreativität. Aber das ist immer auf dich bezogen. Bei dieser Bewegung kann auch eine andere Frau sein oder anderen Frauen von Verwandten oder Nachbarn, die Kontakt. Merkur und Mars ist in Krebs. Mars zeigt die Kraft, wo du dich einsetzen sollst. Und Merkur kann auch die Gespräche oder Verträge bedeuten. Und das ist deine Wohnsituation. Möglich ist auch, dass eine männliche Person da einen Einfluss hast und hast wichtige Gespräche oder kommt Vertrag. 22. Juni wird Neptun rückläufig hier. Diese Rückläufigkeit bedeutet, es geht nichts voran. Es bremst. Aber das hat auch einen Sinn, weil das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, das zu verwirklichen. Oder Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit was zu tun, auch mit alten karmischen Erinnerungen oder Begegnungen mit anderen Menschen, anderen Seelen, die wir von früheren Leben kennen. Juli 2019. Aber bevor ich beginne mit Juli, noch zurück für einen Moment auf Juni, weil da passiert was Wichtiges. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Ist rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun, oft sind es alten karmischen Erinnerungen oder Themen. Pluto ist auch rückläufig und Pluto zeigt mit dieser Rückläufigkeit, räum auf, was dich noch gefangen hält in Vergangenheit. Erinnerungen oder Kontakte oder Gefühle wie Enttäuschungen sind aber alten Themen. Die beiden Planeten befinden sich exakt auf diese Knoten. Und das hat auch mit Vergangenheit was zu tun, weil das ist die absteigende Mondknoten. Also aktiviert auch alten karmischen Themen. Man könnte sagen, Pluto, Saturn und diese Mondknoten bilden sich hier im Steinbock, in indischen Berechnung ist das in die Schütze, im westlichen wird das auf dem Steinbock zugeordnet. Sie bilden sich einen sogenannten Konjunktion. Die treffen sich. Pluto, Saturn ist auf diesem Knoten. Und sie wirken dann zusammen. Und sie können gar nicht getrennt wirken, weil die Energie vereint sich und aktiviert hier karmische Themen. Und das hast du hier in diesem Lebensbereich, deine Berufung oder Anerkennung zu bekommen oder Öffentlichkeit. Natürlich mit dieser Rückläufigkeit ist die Neigung da, zurückzuziehen, das Zurückhalten. Aber hier ist wichtig, dich zu behaupten. Und jetzt sind wir bei Juli. Sonne und Venus ist im Krebs. Die Monatsthema ist dein Zuhause. Mit Venus-Energie kann das bedeuten, dass du verschönerst etwas oder hast du Glück. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation oder die Einrichtung oder bei Verträgen, was mit Immobilien was zu tun hat. Mars und Merkur ist im Löwe. Merkur erinnert dich an die Kindheit, Jugend, weil Merkur herrscht über diese Zeit. Mars kann eine männliche Person sein, der dir Lebensfreude schenkt oder dass du einsetzt. Kann auch natürlich die Kinder sein, Kontaktgespräche zum Kindern, aber das ist männlich. Bei Mars-Energie
ist das männlich. Am 8. Juli wird Merkur rückläufig. Diese rückläufige Bewegung des Merkur kann bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und hat dir den Kontakt. Oder wenn du einen Vertrag unterschreiben möchtest, sollst du das überprüfen nochmal. Wenn du Termin bist, kann sich das verschieben. August. Sonne, Merkur, Venus und Mars, alles ist im Löwe. Dann Mitte des Monats übergeht Mars dann zum Jungfrau. Es kann passieren, dass Mitte des Monats, muss nicht genau in die Mitte sein, aber im Verlauf des Monats ändert sich dann die Position. Aber Anfang des Monats ist alles hier im Löwe. Und das bedeutet, ein großer Einfluss auf den fünften Lebensbereich ist auch die Monatsthema. Das sind deine Kinder oder deine Erinnerungen an deine Kindheit oder an das innere Kind arbeiten, das stärken, oder verspürst du die Kreativität und bringst etwas kreativ, schöpferisch in Form. Oder genießt du das Leben oder lernst du das Leben genießen? 2. August wird Merkur direktläufig, ändert sich die Richtung, kommt alles in Bewegung. 12. August wird Jupiter auch direktläufig und Jupiter vermehrt etwas, vergrößert etwas oder bringt auch Glück. Endlich geht es alles voran, erlebst du hier. Und 12. August wird Uranus rückläufig und das ist hier im zweiten Lebensbereich. Das bedeutet, wenn du etwas in Finanzen verändern möchtest, dann sollst du noch das Geld zurückhalten, ein bisschen sparsamer zu sein oder bei Investitionen, bei Verträgen überlegen, ob das wirklich gut ist, etwas zu verändern. Oder etwas überprüfen. September. Sonne, Merkur, Venus und Mars ist im Jungfrau. Ist auch die Monatsthema und das betrifft deine Arbeit und betrifft auch die Gesundheit. Mars und Venus, natürlich die beiden Liebesplaneten, das kann auch die Liebe aktivieren. Oder dass du in Arbeit Gespräche hast, auch mit Frauen, aber auch mit Männern. Ein Vertrag kann auch auslösen. 18. September wird Saturn direktläufig, hat eine ganz große Bedeutung und das heißt, bis 18. September ist Saturn noch rückläufig. Das bremst etwas, wir wollen schicksalhaft etwas verändern und wir haben noch die Aufgabe, vielleicht sogar die Lernaufgabe, etwas noch lernen oder überprüfen. Und ab 19. September geht es alles voran, ändert sich schicksalhaft etwas und das erlebst du hier, das in die Öffentlichkeit oder deine Berufung oder deine Ziele zum Erreichen. Oktober. Sonne und Mars ist im Waage. Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft und kommt auch eine männliche Person auf dich zu. Waage ist sowieso Thema Liebe, Partnerschaft und die 7. Haus auch. Merkur und Venus ist in Skorpion. Hier hast du die Transformation,
die Erneuerungsprozessen bei Venus kann bedeuten, dass deine Weiblichkeit, auch dein Aussehen, wie du kleidest, wie deine Haare ist, dass sich das erneuert, dass du was veränderst an dein Aussehen oder veränderst etwas an deine Einstellung oder fühlst du dich befreiter. Auch im Bereich Intimität hat auch einen Bezug zum 8. Lebensbereich. Kann auch bedeuten, gerade mit Merkur-Energie, dass du Termine hast mit Ämtern, Finanzamt oder Banken oder Versicherungen oder Erbschaft. All diese Themen wird hier aktiviert. 4. Oktober wird Pluto direktläufig. Das heißt, bis dahin ist aufgeräumt und dann kannst du wirklich auf den Wesentlichen konzentrieren und hast die Macht, deine Berufung zu leben oder dass du Anerkennung bekommst. November Sonne, Merkur und Mars ist in Skorpion und Merkur ist rückläufig. Also das ist die Monatsthema. Monatsthema ist diese Erneuerungsprozesse, dem inneren Kraft bleiben oder Ämtern. Und das hat immer mit Finanzen was zu tun, wenn hier im 8. Lebensbereich ist. Und Venus übergeht im Schütze. Und das hat mit Reisen was zu tun, kann auch eine innere Reise sein. Und das löst aus, dass du eine Reise schön findest. Oder du begegnest mit Liebe im Ausland. Oder deine große Liebe kommt von Ausland. Oder ihr plant eine gemeinsame Reise. Kann auch bedeuten, du hast Kontakte mit einer Frau im Ausland. Oder dass du kreativ bist und das versuchst du zu verinnerlichen. Eine innere Reise. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. wird dann direktläufig und geht alles voran. 28. November wird Neptun direktläufig hier und das heißt, es kommt alles im Fluss. Deine Vorstellung, deine Träume wird wahr. Wenn du das vertraust, dann kommt endlich mal was in Bewegung. Dezember. Dezember übergeht Jupiter im Steinbock. Bleibt ein Jahr hier und gibt dir Chancen, Möglichkeiten, deine Berufung zu leben oder dass du Anerkennung bekommst, bringt dir Glück, deine Ziele zu erreichen. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Ausland, Auslandskontakte, Bildung, Spiritualität oder deinen Glaubenssätze oder religiösen Themen. Und da kommen auch die Gespräche, kann auch Nachricht sein von Ausland. Oder dass du lernst eine Fremdsprache. Mars ist in Skorpion. Hier hast du Kontakt mit einer männlichen Person. Das kann natürlich die Liebe bedeuten und die lebt diese Intimität. Oder dass du die Kraft einsetzen sollst bei ämtlichen Themen oder bei einer erbschaftlichen Situation. Oder hast du da die Verbindung mit einem Mann. Und Venus befindet sich im Steinbock. Venus bringt auch Glück.
Wenn das hier um Berufung geht, kann Venus auch die Kunst bedeuten, die Kreativität oder Selbstständigkeit. Januar Sonne und Merkur ist im Steinbock. Ganz viele Planeten sind hier im Steinbock und das zeigt die Zielsetzung, das nicht aufgeben, Geduld zu haben, Ausdauer haben, deine Ziele zu erreichen oder beruflich neu orientieren oder etwas in Öffentlichkeit bringen oder du sollst in Öffentlichkeit stehen, dass du Anerkennung bekommst. Das sind hier die Themen. Venus ist im Wassermann. Venus ist der Planet die Liebe und hier geht es auch um Hoffnungen, dass du Hoffnung machst über die Liebe. Kann auch bedeuten, weil hier sind auch die Freundschaften, dass du mit einer Frau Freundschaft hast. Kann auch eine neue Begegnung sein oder Kontakt mit einer guten Freundin. Und Mars ist im Schütze. Das kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt und organisierst eine Reise oder dass im Ausland einen Mann kennenlernst oder dieser Mann kommt von Ausland oder besucht dich von Ausland. Februar 2020. Mars ist im Schütze. Also bleibt im Schütze, dann kann ich das wieder zurück, hier im Schütze, das gleiche, was ich vorher gesagt habe. Sonne ist im Wassermann, Monatsthema ist ein Ideen zu verwirklichen und auch die Hoffnung nicht aufgeben, bedeutet auch eine Gruppe teilzunehmen oder etwas organisieren oder eine Gruppe gründen oder Freundschaften pflegen oder Sonne ist auch wie die Augen öffnen an die Freundschaften und überlegen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Merkur ist in Fischen. Hier im 12. Lebensbereich handelt es sich um Geheimnisse. Das kann geheime Wissen sein, weil du das diese Interesse hast. Erkennen die tiefe Zusammenhänge im Leben. Kann auch bedeuten, dass du sollst schweigen, zurückhaltend sein mit Worten, mit Sprache und lieber schweigen, deine Geheimnisse bewahren. Kann auch bedeuten, dass jemand ihre oder seine Geheimnisse erzählt. Möglich ist es auch, dass du geheime Feinde hast, das ist immerhin auch in diesem Bereich, und die reden hinter deinen Rücken und du spürst das auch. Venus ist im Widder und das hat einen Einfluss auf dein Aussehen, auf deine Persönlichkeit. Du bist als Frau wahrgenommen oder zeigst du diese Weiblichkeit, diese Schönheit, das wird auch wahrgenommen. Kann auch bei diesem Venus-Einfluss bedeuten, dass du änderst etwas in dein Aussehen oder auf dein Auftreten. März 2020. Mars übergeht im Steinbock. Das kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt, dass du Anerkennung bekommst oder für deine Berufung. Kann auch bedeuten, dass im beruflichen Umfeld kennenlernst du einen Mann oder dieser Mann hat einen Einfluss auf deine Berufung oder dass du von diesem Mann Anerkennung oder Lob bekommst. Merkur ist im Wassermann und das heißt, du lernst, deine Hoffnung nicht aufgeben, weiterhin daran arbeiten, dass du diesem Vertrauen kommst. Oder hast du Gespräche mit Freunden oder bekommst du eine Nachricht,
Möglich ist auch, dass du hier einen Vertrag unterschreibst in einen Verein oder eine Partei. Sonne ist im Fischen und das heißt, dein Augen öffnet sich auf geheimen Dinge. Du weißt, was hinter den verschlossenen Türen passiert. Und Venus ist im Stier und das kann dir Glück bringen in Finanzen oder Gewinnchancen. Kann auch bedeuten, dass eine finanzielle Angelegenheit hängt mit einer Frau zusammen, weil du musst Geld geben oder sie muss dir Geld geben, wie auch immer. Also das kann auch eine Person sein oder dass du Geld ausgibst für schöne Dinge oder Geld einnimmst, weil du kreativ bist oder Künstlerin und verkaufst diese Kunst. Dann ist das Geldeinnahme. April. Saturn übergeht im Wassermann. Saturn bewegt sich im Vergleich zu Merkur oder Venus relativ langsam. Natürlich, wenn ich mit Pluto vergleiche, dann ist er schnell. Und Saturn bleibt etwa 2 Jahre lang hier im 11. Lebensbereich und hier wird dann aufgeräumt. Weil Saturn sorgt für Ordnung und belehrt dich auch. Und das sind die Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und belehrt dich, dass du deine Wünsche nicht aufgeben sollst. Mars ist auch hier im Wassermann und das kann eine männliche Person sein. Entweder hast du deine Wünsche, was die liebe Partnerschaft betrifft, oder hast du Kontakt im Freundeskreis mit dieser männlichen Person. Kann auch bedeuten, dass du Kraft zeigen musst und dich wehren sollst, weil du begegnest mit Menschen, die vielleicht aggressiv sind oder dich angreifen. Und hier lernst du mit Saturn Energie dazu, das wirklich in Ordnung zu bringen. Venus ist in Zwillingen. Venus bewegt sich relativ schnell, Merkur auch. Und hier aktiviert die Themen Kontakte mit Verwandten. Das kann auch eine weibliche Person sein. Oder Liebe in eine kleine Reise oder in deiner vertrauten Umgebung. Sonne und Merkur ist im Widder. Das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Sonne zeigt diese Glanz, diese Ausstrahlung, die Öffentlichkeit. Bist du auch so wahrgenommen, hast eine ganz starke Energie. Sonne fühlt sich auch sehr wohl im Widder. Immerhin ist hier erhöht. Also das ist wirklich ganz starke Sonnenkraft und das beeinflusst auch deine Persönlichkeit. Und bei Merkur-Energie kann das, dass du jugendliche Ausstrahlung hast oder viel Kontakten und Gesprächen. Liebe Aniara, so könnte ich diese Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.